Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist mal wieder Skyrim-Zeit und wir machen weiter mit unserem Quest Verschiedenes oder bei den Quests Verschiedenes. Wir gucken mal, was wir jetzt hier noch weitermachen können oder was wir machen. Ich möchte eigentlich ganz gerne jetzt mal die Bardenakademie erkunden. Die Quest haben wir in der letzten Folge bekommen, auch wenn ich sage, wir fangen mal von unten an. Achso, ich kann ja hier nicht schnell reisen. Und wollen mal gucken, was es da so gibt. So. Karte. Das ist mal ganz oben, nämlich eine Einsamkeit. Reisen wir mal schnell zum blauen Palast. Und, Zutaten. Aber wir müssen nach hier. Bist du Hofzauberer und hast was zu verkaufen? Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals erwartet hätte. Nicht einmal von einer Bretonin. Und welche Aufgaben habt ihr, Melaran? Hauptsache, ich kenne den Namen. Ich achte darauf, dass Erikur weiter atmet. Seid ihr der Hofzauberer? Nein, diese Ehre gebührt Sibylle Stentor. Ein kluger Mann hält Abstand zu Stentor. Und er bleibt dem Kerker fern, wenn sie einen schlechten Tag hat. Was meint ihr damit? Sagen wir einfach, das Henkersbeil ist für einen Gefangenen im Gefängnis von Einsamkeit vielleicht nicht der schlimmste Tod. Nun hört euch das an. Euch sage ich, ihr solltet eure Zunge hüten und ich selber höre nicht auf zu reden. Ich habe genug gesagt. Wo erfahre ich denn mehr über Magie? Ach, ihr werdet sicher feststellen, dass Magie in Himmelsrand selten ist. In Winterfeste dagegen. Okay, an der Akademie findet ihr Magie im Überfluss. Dorthin solltet ihr gehen, wenn ihr sie erlernen wollt. Der hat uns leider keine Quest gegeben. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir wollen ja zur Bardenakademie. Schön viele Zutaten. Auf geht's. Gehen wir mal hier rein. Der jüngste Barde an der Bardenakademie. Zu Willkommen an der Bardenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte mich an der Akademie bewerben. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Bardenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Okay. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Barden. Was soll ich tun? Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Bardenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Und da komme ich dann ins Spiel, oder wie? Ja, laut Giraud, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Alles klar. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses. Die Flammen hüten. Okay. Das machen wir nämlich jetzt. Dann machen wir das mal weg. Finde König Olafs Vers. Das werden ja interessante Aufgaben. Muss ich jetzt die ganze Zeit Bücher finden, oder was? Okay, hier kann ich nur stehlen. Kann ich mit dir reden? Schön, einem angehenden Barden zu begegnen. Seid vorsichtig. Ihr seid neu. Ihr in Todmanns Ruhe weitaus mehr. Mal. Wo Todmanns Ruhe überhaupt ist, ja? So, das ist hier unten. Da. Ach du Heiland, da muss ich mal ein bisschen laufen. Ne? Gehen wir mal zum Lagerhaus. Schon mal ein bisschen Weg abgekürzt. Und latschen dann. Was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig. Also, auf geht's. Das ist doch Lachs. Das ist so einfach Lachs, oder? Da gibt mir nur Fleisch. Na ja, komm. Oh, das läuft nicht.
Schlammkrabben-Shit-Team. Ich bin aber auch wieder eine Riesentrottel. Ich habe natürlich mal wieder nicht mein Inventar ausgeleert. Ach, ich vergesse das doch immer wieder. Scheiße. Naja, wir laufen da jetzt erstmal hin. Werden dann vielleicht noch mal kurz uns nach Weißlauf teleportieren oder wie auch immer. Oder noch mal eben zumindest die schweren Sachen ablegen. Wir müssen ja nicht komplett die Brüste durchsuchen. Nord. So, der ist aber lesen, Tagebuch. Ja, hier ist aber nichts Gescheites. Besonderes. Knoblauch, ja. Oh, Redekunst verbessert auf 24. Sehr schön. Das machen wir jetzt mal schnell, bevor ich das wieder vergesse und wir dann mal wieder keinen Platz haben. Werde ich jetzt mal ein bisschen was loswerden. Zumindest was die schweren Sachen angeht. Das bedeutet, die Drachenknochen auf jeden Fall, die wir dabei haben. Die kommen alle hier rein. So, das ist nämlich das hier. Und schon sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Kann ich jetzt hier auch das hier gleich ablegen. Schließlich ist das pro abgelegte Sache ein Gewichtspunkt. Ich habe da gesehen. Hier, das kann man vorne ablegen. Und hier haben wir nämlich das Ding, was 35 wiegt. Der wiegt auch nochmal 8. Das wiegt auch nochmal 5. Also 2x5. Und das ist einfach zu viel. So, 130. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, Lydia, alles okay. Okay, Karte wieder. Aber wir sind schon mal weit gekommen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wir sind wieder da und es ist auch wieder Nacht. Weiter geht's in die Richtung. Das war noch ein kurzer Abstecher. Hat über eine Minute gedauert. Das ist ja wohl nicht allzu tragisch. So. Oh, da hinten wird gekämpft. Da hinten ist nämlich ein Wolf. Oder zwei Wölfe sogar. Ja, ihr Wölfe. Gleich da. Das ist der König Olafs Schrein. Oder. Ah, hier. Sehr schön. Wird es hier bewacht? Irgendwas? Also, gleich geht's mal rein. Ah, okay. Das ist also ein Draugerverlies. Und Geister. Hallo. Wo bin ich doch?
schon damit gerechnet, dass was passiert. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass jetzt hier auf einmal gleich 4 Stück auftauchen. Das Gold dabei, sehr schön. Da ist auch Gold drin und sogar ein Rubin. Sehr gut, das lese ich immer gerne. So, hier geht's, hier kann ich bestimmt nicht rein, ne? Werden wir später rauskommen. Das sieht man sofort. Diese Wand kann nämlich aufgehen. Und dann können wir ein bisschen Abkürzung halt wieder einfach zum Fluss gehen. Gold, aber nichts weiter. So. Darunter geht's weiter. Alles klar. Nichts Dolles. Sehe, da denke ich auch manchmal, könnte schauderhaft sein. Ich habe ja nicht damit rechnen, dass da ein Geist um die Ecke steht. Erste Fall wieder nicht gesessen hat. Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise nicht durchging. Einfach. Es ist einfach nervig, das muss man schon mal dazu sagen. So. Oh, hallo. Okay, ich brauchte gar nichts machen. Boah, das Blut ist bis hier hinten hingespratzt. Oh, nicht schlecht. Du da bist am Leben. Ich bin am Rückstock. Ihr solltet vielleicht nicht eure eigenen Fallen auslösen. Aber wem sag ich das? Macht ruhig so gut. Alles. Ich gucke jetzt mal, ob dann weiter drin steckt, weil da haben wir gerade keinen rausgezogen. Aber es sieht nicht so aus. Druckplatte. Interessiert uns überhaupt nicht. Ja, ja. War klar. Ich renne niemals in sowas rein. Vor allem. Gehen. Das ist nicht das große Thema, weil da kann man nicht weit. Oh. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Irgendwas, was wir gar nicht haben wollen. Habe ich da beschädigtes Buch fallen lassen? Hier meine ich zum Beispiel. Da wird es einfach runterfallen. Was passiert hierbei? Na gut. Ist jetzt nicht so schlimm, dass die Spinnenleiche da runtergefallen ist. Habe ich ja schon gelootet. Okay. Aber kommen wir nicht weiter. Dann werden wir wohl doch da runterfallen. Geronimo! Das sieht doch schon wieder so verdächtig danach aus, als ob hier. Das ist aber tatsächlich mal ausnahmsweise nichts da. Okay. Das
Hinweise auf Sprengmittel. Naja. War das Staub, was da hochgeflogen ist? Man weiß es nicht. Da ist wieder der Geist, der läuft nach rechts. Okay. Rechts. Das ist hier. Das ist von einer magischen Barriere versiegelt. Na. Fuß! Dem muss ich einige Pfeile reinkloppen. Er hat echt nicht so einfach nachgegeben. Okay, ich hab's gesehen. Ist nämlich noch einer. Okay, hier werde ich angegriffen. Oder? Aber schnell genug ist nicht. Das schwebt. Na gut. Soll das mal schweben. Darunter. Experte. Also bitte. Auch abschließen. Meister. Perfekt. Schlossknacken verbessert auf 59. Wie viel wiege ich jetzt wieder? 178. Alles im grünen Bereich. Alle miteinander. Ups. Ich hing in den Spikes. So. Falle. Die entschärfen wir mal. Deine Freunde rufen. Du Sau. Zauberbuch Raserei. Kann ich Raserei schon? Gucken wir doch mal. Bücher. Zauberbuch Raserei. Jetzt können wir es auf jeden Fall. Okay. Ganz viele Pfeile. Sehr schön. So, müssen wir wahrscheinlich hier runter, nehme ich jetzt mal an. Wartet nicht irgendwas hier. Anscheinend hier hinter der Tür. Griff. Oh! Wagner, du wolltest mich zu deiner Leiche führen, oder?
Wagnir, Amas Wagnir. Du kamst hier nicht mehr raus, oder? Nehme ich Olafs Vers. Nehme ich. Kehre zur Badenakademie zurück. Na gut. Also einmal wieder komplett rauslaufen. Jetzt die Barriere weg, Wagnir. Okay. Du willst, dass es weitergeht? Okay, ich habe ja eine Drachenklaue gerade eben aufgehoben. Lass mich raten, ich muss bei jedem wieder zweimal drehen. Rubin-Drachenklaue. Würde mir gerne genauer angucken. Aber es scheint auch verrückt zu sein. Wer bist du? Sauger Wicht. Noch Sauger Wicht. Einer hat sich schon mal erledigt. Sehr schön. Verschossen. Olaf. Olaf, König Olaf ein Auge. Ja, wollt ihr brüllen, ne? Ist auch Drachenblut, ne? Ich finde das witzig, dass mich überhaupt kein Stück interessiert eigentlich. Auf der
der Seite bieten. Ich arbeite mich so langsam nach oben. Du, was hast du dabei? Sehr gut. Du liegst auf der Seite. So viele Sachen dabei habt. So, jetzt kommen die, die hier unten liegen. Wir haben halt einige Pfeile dabei, was ich sehr gut finde. Auch wenn es nicht die Pfeile sind, die wir gewöhnlich benutzen. Aber vielleicht werden wir ja in Zukunft irgendwann mal die Pfeile benutzen. Dann ist das ja gar nicht verkehrt. Okay, einmal hier hochspringen, den will ich haben. Oh, Gewicht. Ja, die waren ein bisschen heftiger hier oben, obwohl die einen mega viel ausgehalten haben und die anderen überhaupt nichts. Wirbelwind, Wirbelwind-Sprint. Schön. Wenn ihr das erste Wort zum Wirbelwind-Sprint gelernt. Ist das nicht? Das ist doch ein Geldbeutel. König Olafs Schatzkammer. Schlüssel. Tut mir leid. Tja, König Olaf. So war das jetzt nicht für dich. So, darunter ist nichts, aber hier in der Truhe. Jawohl. Jawohl. Und ich werde jetzt daraus kommen, wie ich es euch vorhin gesagt habe, Freunde. Also jetzt gerade noch nicht. Ich muss noch eine Tür wahrscheinlich aufmachen. Ah, sie ist gleich mit aufgegangen. Seht ihr? Genau hier kam ich raus. Da liegen sie noch. Liegen gar nicht mehr hier. Okay. Hier so ein bisschen. Aber das ist egal. Perfekt. So. Ja, ich nehme aber jetzt hier mal ein paar Zutaten mit. Gut, hier sehe ich noch welche. Und schnell reisen. Wir wollen natürlich wieder zurück zur Bardenakademie. Lavendel. So. Wir müssen auch irgendwann mal nach Markat zurückkehren und unser Kopfgeld bezahlen bzw. uns einsperren lassen. Sonst können wir da überhaupt nichts machen und gar keine Quest annehmen. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich da. Wieso auch derjenige, der sie zu Papier bringt. Lebt wohl, Frank. Kann ich keine Quest annehmen von den anderen Bardenakademie-Mitgliedern. Wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei der Diebesgilde. So, da bist du ja. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Wie geht es mit der Aufgabe voran, die ich euch gegeben habe? Ja, also ich habe König Olafs Vers gefunden. Ihr habt ihn gefunden? Ich muss zugeben, dass ich nicht daran geglaubt hätte, dass er tatsächlich dort sein würde. Sehen wir uns das einmal an. Oh nein, das wird nicht genügen. Das Exemplar ist unvollständig und so sehr gealtert, dass es teilweise gar nicht mehr lesbar ist. Und die Teile, die lesbar sind, nun, seit damals hat sich die Bardenkunst auch sehr verbessert. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich ihn nicht bei Hof vortragen kann. Ohne den Vers kann ich Elisif nicht davon überzeugen, wie wichtig das Fest der Verbrennung von König Olaf ist. Wenn sie von der Bedeutung des Festes nicht überzeugt ist, wird sie ihr Verbot, das Bildnis zu verbrennen, nicht noch einmal überdenken.
Es bedeutet, dass die Verbrennung von König Olaf, die die Bardenakademie schon seit Urzeiten abhält, nicht stattfinden wird. Oh nein! Können wir nicht einfach fehlende Teile des Verses erfinden? Dazu dichten? Das kommt mir nicht richtig vor. Ich nehme an, ich könnte seinen Stil anhand dessen, was ihr mir gebracht habt, wohl kopieren, aber ich habe keine Ahnung, was zwischen diesen Versen kam. Das können wir tun. Wie lautet denn der erste Vers? O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig, eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. König Olaf? War Olaf Einauge? Er ist berühmt dafür, dass er den Drachen Numinex gefangen und nach Drachenfeste gebracht hat. Was sagen wir, was wirklich geschehen ist? Olaf hat den Schlafen vorgefunden. Olaf hat eine Abmachung mit Numinex. Olaf war Numinex, ein Drache in Menschengestalt. Das klingt doch sehr poetisch, oder? Das finde ich sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, es wäre unverantwortlich, das in den Vers zu schreiben. Olaf hatte dann halt eben eine Abmachung mit Numinex. Olaf ist ja tatsächlich König geworden und Numinex ist später entkommen. Es ist durchaus möglich. Sicher gefällt es dem Hof. Ich schreibe es hinein. In Ordnung. Und nun? Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Seltsam. Die Geschichte besagt, dass Einsamkeit Winterfeste angegriffen hat. Aber Esgeier scheint zu sagen, dass Olaf reagierte. Was sollen wir sagen, was geschehen ist? Olaf befahl, getarnten Soldaten Einsamkeit anzugreifen. Er hat Einsamkeit überredet, Winterfest anzugreifen. Er hat es geplündert und mit Hilfe von Magie Einsamkeit die Schuld daran gegeben. Nee, das letzte nicht. Olaf befahl, getarnten Soldaten Einsamkeit anzugreifen. Das klingt doch gut. Und sie haben den Befehl missverstanden. Das schreibe ich hinein. Das bringt den Hof sicher zum Lachen. War es das? Er hat ein paar Endzeilen, aber mehr haben wir nicht hinzufügen müssen. Ich muss zum Hof gehen und es vortragen. Ihr solltet mitkommen. Okay. Wir werden auch mitkommen. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge, Leute. Wir sind schon bei fast 36 Minuten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Kanal diesen Abonnier. Ja, genau. Abonniert diesen Kanal. Wieso habe ich dabei immer so Probleme? Ich verstehe es nicht. Naja, wie dem auch sei. Ciao.